Herzlich willkommen bei Willis 3D-Druckkanal Fragen über Fragen. Heute ein Thema, was ein bisschen verallgemeinert ist. Und ich muss mich auch entschuldigen, die letzte Woche war ein Do-it-yourself-Video geplant, musste ich aber absagen, mir ging es nicht gut oder geht es eigentlich immer noch nicht so gut, aber ich versuche dieses Video für euch zu machen, damit auch die Zeiten eingehalten werden. Und zwar heute unser Thema: Wird der 3D-Drucker das neue Werkzeuggerät oder Haushaltsgerät, was man überall dann mal kaufen kann? Weil mittlerweile muss ich ja sagen, die Preise sind ja gefallen, die Qualität wird immer besser. Ja, man kann sich ja auch sehr viel drucken für den Eigengebrauch und Helferlein. Und wie hier zum Beispiel einen Hammer oder hier ja, zum Anreißen, um die Mitte zu finden, ja. Es gibt so viele schöne Sachen, hier mal ein Fliegenklatsche, keine Ahnung, auch hier, das benutze ich sehr oft, für Schmiedelpapier den Keil, auch mal schnell eine Schiebelehre ausgedruckt, ja, falls man sie mal nicht parat hat. Man muss nicht einkaufen gehen, braucht man nicht reden, es braucht alles seine Zeit. Hier einen neuen Clipper, ja, für Kabel zu isolieren, also schöne Sachen, die man drucken kann mittlerweile. Oder Küchengeräte sogar. Warum ich dieses Thema anspreche, ist, weil ich jetzt letztens gerade schön gesehen habe, wie Miele praktisch jetzt Zubehörteile für den 3D-Drucker anbietet. Auch hier seht ihr eine Firma, die sagt, okay, 3D-Druck hat Zukunft und warum sollen wir nicht den Käufer, Kunden, der einen 3D-Drucker hat, das anbieten? Die Aufsätze oder was man gesehen hat, zum Beispiel wenn man bohrt, der den Staub oder den Dreck dann aufsaugt, anzubieten. Also wirklich muss ich sagen, wo ich diesen Bericht gelesen habe, habe ich mir gedacht, gut, muss ich doch mal jetzt dieses Video dazu drehen. Meine Frage ist an euch, wie seht ihr das? Ist das auch eure Meinung? Ich meine, mittlerweile können wir ja auch Häuser drucken. Es wird geplant, auch im Weltall dann praktisch auf dem Basen zu drucken, damit man das Material nicht hin und her schiffen muss, was ja sehr teuer ist, oder dann bei Siedlung vom Mond oder egal wohin, auch da soll gedruckt werden. Also ein interessantes Thema. Somit finde ich, dass 3D-Drucker nicht irgendwo mal ein Hype war, sondern dass das weitergeht und natürlich auch interessant ist, sich damit zu beschäftigen. Ich bedanke mich hier fürs Zuschauen, würde mich freuen über eure Kommentare, wie ihr das seht, zukunftsmäßig, was ihr auch an Werkzeug druckt, wie ihr das jetzt zum Beispiel findet von Miele, sollten das mehrere Hersteller machen, also ein ganz tolles Thema. Ich bin jetzt schon gespannt auf eure Kommentare, die Do-it-yourself-Videos kommen jetzt dann, wenn ich dann wieder langsam auf der Höhe bin, muss aber auch dazu sagen, zu der LED-Uhr habe ich schon mal angefangen. Da ist mir aufgefallen, ups, da fehlen mir noch ein paar Teile, die musste ich drucken. Also seid mir nicht böse, das wird jetzt kommen, da wird einiges kommen. Auch hier mein Spoiler, wo ich letztes Mal beim letzten Video gesagt habe, Resin-Drucker sind da, auch der Anycubic Viper ist unterwegs, also da wird einiges passieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bin gespannt auf eure Meinung, hoffe, dass ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal, liked und aktiviert die Glocke. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Vielen Dank fürs Reinschauen.